es heute kennen, entwickelte sich vor etwa 250 Jahren, in einer Zeit, die auch die Klassik genannt wird. Ab diesem Zeitpunkt spielten in einem Orchester immer folgende Instrumente mit: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Oboen, Flöten, Hörner, Trompeten und Pauken. Ein Orchester in dieser Zeit bestand aus 30 Musikern. Ganz besonders wichtig für die Entwicklung des Sinfonieorchesters waren die Städte Wien und Mannheim. In Mannheim gab es den Fürsten Karl Theodor von der Pfalz, der sich besonders für Musik interessierte. Dieser holte sich mit Johann Stamitz, einen der berühmtesten Geiger der Zeit, an seinen Hof, und mit ihm wurde das Mannheimer Orchester nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern bekannt. Besondere Werke schrieben in der Zeit der Klassik die Komponisten Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart, dessen bekanntestes Werk wohl die Oper Die Zauberflöte ist. Ganz neu für die Orchester war es, dass sie nun nicht ausschließlich auf den Schlössern für Fürsten und Könige spielten, sondern auch in den Städten. Im Konzertsaal saßen dann wohlhabende Bürger.